Hallo, schönen guten Abend. Hier sind wir wieder auf dem Flugfeld. Hier will ich mein Deko mal wieder fliegen. Und zwar heute will ich mal einfach mal probieren, wie lange der Akku fliegt. Wie lange ich mit dem Akku fliegen kann. 3S mit 5000 mAh. Und dabei mache ich hier mal einen kleinen Wettbewerb. Mein Name kennt er ja. Ein Echo 7. Dann mache ich aus. So, heute haben wir den. 4. So, 1. Ja, auch mal losschießen. So. Die sind jetzt auf. Dann sagen wir einfach mal fliegen, was das Zeug hält. So. Schön im Schwebeflug bleiben. Also wie gesagt, Schwebeflug wäre total ungünstig. Im Schwebeflug verbraucht man am meisten Energie wie einen richtigen Hubschrauber. Deswegen werde ich hier nur immer schön meine Achten fliegen. So, 3 Minuten haben wir jetzt geflogen schon. Schöner weicher Rundflug.
und einfach schön die Kurven laufen lassen. Ganz, ganz wenig Pitch. So, 9 Minuten und 33 Sekunden sind wir geflogen.
11 Minuten und 6 Sekunden. Klingt total cool, wenn er vorbeifliegt, der Rotor, das rote Geräusch. Und zwar entsteht das durch die Luftverwirbelung vom Hauptrotor zum Heckrotor. Das ist das charakteristische Knallen. Und das ist eigentlich, was das laute Geräusch an einem Hubschrauber ausmacht. So, wir haben 13 Minuten, 14 Minuten geflogen. Mein Pieps erzählt, ich werde noch jetzt weiter fliegen. Und habe quasi als Sicherheit den Piepser dran, um meinen Akku nicht kaputt zu fliegen. So, jetzt lasse ich das auch rollen. Fast kein Pitch. Also auch null quasi. Und 13 Minuten habe ich eingestellt und jetzt werden wir einfach noch weiterfliegen. So. So, ich werde jetzt noch eine Minute drauflegen, 17 Minuten.
So, 16 Minuten. Hallo Dirk. Fuzzi, Fuzzi, alles okay? War das gut, Fuzzi? Knapp 16 Minuten Flugzeit. Gut, also normalerweise waren früher mehr drin gewesen, das habe ich eingestellt. 3,4.